Servus ihr Lieben und hallo Freunde des gepflegten Brettspiels. Ich habe für euch heute einen ganz besonderen Leckerbissen dabei, und zwar das neue Spiel von Northstar Games, Nature. Das ist der Nachfolger von Evolution, kommt im dritten Quartal diesen Jahres auf Kickstarter. Ich konnte uns da jetzt schon eine Vorabkopie besorgen und ein Jahr später dann in den Handel. Und mit euch zusammen schaue ich jetzt, ob mir Natures genauso gut gefällt wie Evolution. Viel Spaß beim Video. Wie gerade erwähnt, ist Nature der Nachfolger von Evolution, und dazwischen kam dann auch noch Ozeane, und das sind alles drei überarbeitete Versionen von einem Spiel aus 2010, und zwar Origin of Species. Das ist hauptsächlich im russischsprachigen Raum gut angekommen, und bei uns im englisch- und deutschsprachigen Raum kannte das eigentlich keiner, und dann hat sich der Dominik Crépuchet die Vermarktungsrechte geholt und da auch nochmal ganz ordentlich was dran gearbeitet. Ich habe das Original nie gespielt, ich habe mir auf Boardgame Geek mal ein paar Bilder angeschaut und da gibt es schon noch einige Unterschiede. Aber wenn ihr Origin of Species gespielt habt, dann schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, weil vielleicht schaue ich mir das nämlich dann auch nochmal an. Bei Evolution, bei Ozeane und bei Nature geht es im Grunde darum, dass man verschiedene Spezies mutieren lässt. Man gibt denen über Handkarten neue Eigenschaften und die helfen den Tieren dabei zu überleben. Es geht um den Wettstreit um die wenigen Ressourcen, die es gibt, also Nahrungsmittel, und zu überleben. Es kann nämlich sein, dass verschiedene Spezies auch zu Fleischfressern mutieren und dann die anderen Spezies essen, vorausgesetzt, sie haben die richtigen Eigenschaften. Es gibt zum Beispiel die Fähigkeit Klettern, und wenn dann der Jäger nicht klettern kann, kannst du als Gejagter natürlich super abhauen und deine Haut retten. Und so geht es hier immer um die Weiterentwicklung der Spezies und die Anpassung an die aktuelle Situation. Bei Evolution ist es so, es gibt nur einen Stapel und in dem sind alle Fähigkeiten und Eigenschaften drinnen. Auch zum Beispiel dieses Fleischfresser, und deswegen ist es sehr spannend. Ja, also es kann sehr überraschend sein, dass ein Fleischfresser plötzlich am Tisch ist. Bei Ozeane ist es so, es gibt einen zusätzlichen Stapel mit sehr abgefahrenen, sehr starken Fähigkeiten. Die muss man sich zwar erst verdienen, aber wenn man die dann hat, dann kann man ganz verrückte Sachen machen. Und dadurch wird das Spiel auch ein bisschen zufälliger als Evolution. Und bei Nature haben sie es jetzt so gemacht, dass sie das Spiel im Endeffekt bis zum kleinsten spielbaren Kartensatz reduziert haben. Und das ist dann das Grundmodul, mit dem man spielt. Und dann kann man im Laufe der Zeit immer weitere Module dazufügen. In der Version, die ich jetzt da habe, das wird voraussichtlich auch die Version sein, die auf Kickstarter kommt, sind 5 Module drin, also das Grundmodul plus 4 weitere. Und ich habe inzwischen schon 3 davon ausprobiert. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was in der Schachtel ist, und im Anschluss erzähle ich euch dann nochmal, wie mir das Spiel gefallen hat. So, werfen wir doch erstmal einen kurzen Blick auf die Schachtel. Das wunderschöne Artwork hier. Auf jeder Seite dann ein anderes Artwork. Und ihr seht schon, die sind vom Stil her auch alle ein bisschen unterschiedlich. Momentan sind auf Boardgame Geek 3 Artists angegeben. Der bekannteste davon ist Vincent Dutray. Den vermute ich mal, seht ihr hier. Vielleicht wird es so sein, dass jeder Artist ein eigenes Modul bekommt, aber genaues weiß ich dann. Hinten drauf seht ihr schon mal ein bisschen das Material, aber ganz wichtig sei dazu gesagt, dass das eine Pre-Production-Copy ist. Das heißt, in der fertigen Version wird sich da bestimmt noch einiges am Material ändern. Hier das Wasserloch, das schaut mir verdächtig nach dem Wasserloch aus Evolution aus. Hier oben übrigens die Module, die im Grundspiel dann schon enthalten sein werden. Flight, Natural Disasters, Arctic Tundra, Jurassic und Rainforest. Flight ist eine Erweiterung, die gab es auch schon für Evolution. Natural Disasters könnte die Klimaerweiterung sein. Und Jurassic schaut mir so ein bisschen wie die Fleischfresser aus. Aber genaues weiß ich dazu noch nicht. Ach ja, es ist ab 10 von 1 bis 4 Spielern und dauert 30 bis 45 Minuten. Wenn das tatsächlich so wäre, wäre das ganz cool für ein Spiel zwischendurch oder einfach mehrere Runden. Das fände ich ziemlich cool, wenn das funktioniert. Hier an
der Seite seht ihr auch schon, das ist der gleiche Grafikstil wie damals in Evolution. Der hat mir tatsächlich auch besonders gut gefallen. Ja, die Landschaft hier rundherum. So, natürlich erstmal ein Coverblatt. Ja, gut, kann man machen. Dann hier Crowdfunding-Kampagne im dritten Quartal 2024 und der Worldwide Retail Launch ist drittes Quartal 2025. Tja, was das jetzt hier, das ist die Nahrung. Auf der einen Seite Pflanzennahrung, na, beidseitig Pflanzennahrung. Ah, okay, hier unterscheiden sie tatsächlich unterschiedliche Marken für Fleisch als Nahrung und Pflanzennahrung. Das war bei Evolution damals anders. Da hattest du auf einem Chip auf der Vorderseite die Pflanzennahrung und auf der Rückseite das Fleisch. Das schaut mir so ein bisschen nach Population aus. Da sind eine verschiedene Anzahl an Tieren und hier hinten tote Tiere. Das gleiche hier nochmal. Dann, auch sehr sympathisch, es gibt Bananenmarker und Pfeilgiftfrösche müssten das sein. Ja. Dann hier mit Insert, also beeindruckend vom Material, mit richtig dicken Holzmarkern. Hier, das schaut mir nach einem Fleischfresser aus. Die Dinosaurier-Nerds, die können mir sicher auch in die Kommentare schreiben, was das genau für Dinosaurier sind. Das ist kein Raptor, sondern, also vermute ich mal, das ist doch bestimmt irgendwie ein anderer Dino, oder? Der hat hier oben noch so einen Höcker. Dann gibt es die auch in dünner, das müsste ein Stegadon sein. Das ist ein Raptor. Genau, auch wieder Fleischfresser, Pflanzenfresser. Krass, also ich schaue jetzt gerade mit euch das erste Mal hier rein und bin wirklich sehr angetan vom Material. Wenn das wirklich das Material dann fürs fertige Spiel sein wird, mein lieber Shorley. Ah, okay, also sind drei von den, insgesamt sechs von den dicken, drei, drei, zwei. Das sind die gleichen. Aber auch hier drauf, das ist dann für das Jurassic-Modul. Mal kurz auf die Seite. Nehmen wir uns mal als nächstes das Blaue vor. Hier drauf, das ist das Flight-Modul. Das könnt ihr jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, aber hier sind Vögel abgebildet. Aber witzigerweise auch Dinosaurier. Boah, die sind sehr, sehr klein, die Vögelchen hier drauf. Vielleicht haben sie versucht, das im gleichen Maßstab zu behalten. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn sie auch Dinosaurier in dem Spiel haben. Dann werden die Vögel mini, mini klein. Da hoffe ich, dass sie das darüber denken, weil ansonsten ist der Platz hier halt mega verschwendet. Auch wieder schaut so aus wie Pflanzenfresser und Fleischfresser. Dann sind hier Dinos auch mit drauf. Das ist ein Archaeopteryx wahrscheinlich, oder? Okay, die blauen. Dann kommen wir mal zu den grünen. Da sind Nature, steht da einfach nur drauf. Vielleicht gibt es sowas wie ein Grundset. Und da wird dann einfach, werden dann die Expansions dazu gepackt. Hier, oh Mann, ein, seht ihr das? Ein Hase. Und auf der Rückseite vermutlich ein Wiesel oder ein Iltis oder so. Und von den größeren Tieren, also vermutlich ist die 4 hier, ist die Größe der Tiere. Das wird ein Hirsch sein. Und ein Eisbär. Das finde ich übrigens auch immer sehr witzig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt. Wenn ihr euch das Spielmaterial anschaut, ohne davor in die Regeln geschaut zu haben. Und dann daraus versucht, die Spielregeln abzuleiten. Das wäre vielleicht mal eine ganz coole Challenge, oder? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas mal gern sehen würdet. Und dann könnte man vielleicht mal da so eine Reihe draus machen.
Ja, ihr schlagt uns quasi ein Spiel vor, das wir nicht kennen dürfen, und wir entwickeln daraus, ohne die Anleitung zu lesen, ein Spielkonzept. Gut, ich lasse mich ablenken. So, dann haben wir hier nochmal Boxen, North Star, ja, weiß noch nicht genau, wofür die gut sein werden. Sehr, sehr vorbildlich, sowas mag ich immer gerne, wenn ein Inlay drin ist, das beschreibt, wie man das Spiel aufräumt und einsortiert. Weil heutzutage sind Spiele teilweise so umfangreich, haben so viele Komponenten, und da ist ein durchdachtes Insert mit Einräumanleitung Gold wert. Und das ist auch richtig dicke Pappe, also ist das tatsächlich auch Teil davon. Ihr seht hier die Anleitung. Das ist die Grundanleitung. Wenn ihr jetzt fragt, warum ich das rückwärts durchblätter, das ist einfach, geht leichter von der Hand. Und dann die einzelnen Erweiterungsmodule oder die einzelnen Module Flight hier. Da dauern die einzelnen Runden schon länger, 60 bis 90 Minuten, mit ein oder zwei Modulen. Aber Rounds of Play, klar, gut, es dauert 5 Runden, dauert dann 60 Minuten. Natural Disasters. Arctic Tundra. Jurassic. Und als letztes, Rainforest. Da hatten sie kein Bild abgedruckt, weil vielleicht die Regeln einfach länger sind. Ihr seht, das hier sind 4 Seiten Regeln. Bei den anderen waren es jeweils 3. Deswegen hatten sie da Platz auf der ersten Seite, noch das schöne Artwork abzubilden. Aber das finde ich tatsächlich ganz cool, dass du ein Grundregelbuch hast. Gucke ich jetzt da noch mal kurz rein, was die Spielzeit angeht. Genau, mit 0 Modulen dauert es 45 Minuten, mit einem Modul 60 Minuten und mit 2 Modulen 90 Minuten. Ja, das finde ich ganz cool. Da kann man es anpassen, je nachdem, wie viel Zeit man gerade hat. Vielleicht gibt es dann auch noch mal so eine Komplexitätsübersicht. Das wäre bestimmt auch ganz cool. Vielleicht auch noch sowas wie konfrontativ und nicht konfrontativ. Gut, aber das kriegt man ja mit der Zeit selber raus. Und dann halt zusätzlich zu dem Grundbuch die Sonderregeln dann nochmal in den einzelnen Modulanleitungen. Ah, hier seht ihr die Wasserlöcher. Also die zwei sind auf alle Fälle neu designt. Und ich glaube, auch das schaut ein bisschen anders aus wie das von Evolution. Na cool, Regenwald finde ich sehr schön. Das erinnert mich, ich war ja gerade auf Madeira, und das erinnert mich doch sehr an Madeira. Und das wird dann wahrscheinlich die Arctic Tundra sein. Das ist für die Flight-Erweiterung. Und dann hier ein Blick in die restliche Schachtel. Ein Schneeleopard. Ja. Und es schaut so aus, es ist tatsächlich auch noch einiges an Platz hier in der Schachtel, dass man zusätzliche Module hier reinpacken kann. Also hier seht ihr den Nature-Stapel, das wird das Grundspiel sein. Und dann hier die einzelnen Module mit zusätzlich Platz. Ja, es gibt natürlich auch wieder Beutelchen, die fallen hier jetzt gerade vielleicht ein kleines bisschen klein aus. Wenn ihr große Hände habt, dann wird euch das vielleicht ein bisschen schwer fallen. Aber ich bin mir sicher, wenn der Kickstarter gut laufen wird, dass es dann da auch ein Upgrade der Säckchen gibt. Und dann gibt es bestimmt Deluxe-Säckchen, die entsprechend größer sind. Dann haben wir hier noch Sternschnuppen. Ja, ist auch ein Spielstein, den man nicht allzu oft sieht. Schön, schön filigran auch. Ja. Was mir nicht so gut gefällt, ein Würfel. Und zwar geht der von 0 bis 2 Nuller sind drauf. 6, 5, 3, 4. Ja, also wenigstens ist es ein W6. Ja, da ist die Spanne nicht so groß. Aber von 0 direkt ein Sprung auf die 3.
Ja, bin ich gespannt, wofür der denn sein wird. Dann machen wir mal eines von den Packs auf, damit wir uns die Karten anschauen können. So, das ist jetzt wie gesagt der Nature-Stapel. Und da haben wir, wie auch in Evolution schon, haben wir die unterschiedlichen Traits und zwar auch immer eine ganze Menge davon. Hier Fast als Trait oder Hörner. Dann haben wir Opportunistic. Das finde ich ja ziemlich cool. Plated. Scavenging. Sowas gab es, glaube ich, schon. Social. Die Affen waren das letzte Mal intelligent. Und hier Tasked. Also es sind nicht so wahnsinnig viele verschiedene Eigenschaften, die hier jetzt mit drinnen sind. Ich glaube, bei Evolution waren es tatsächlich mehr Eigenschaften und es gab jeweils weniger davon. Dann, was machen wir als nächstes auf? Vielleicht Flight? Camouflaged. Flock, also Flocking, also die fliegen im Schwarm quasi. Dann Good Eyesight. Nesting. Und Seed Dispersal. Ah, der verteilt die Samen und dadurch entsteht mehr Nahrung. Jurassic als nächstes. Da haben wir Apex Predator, also Fleischfresser dann. Clever Predator, Elusive, Pack Hunting und Thagomizer. Das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht, was das sein soll. Das ist ein mir fremdes Wort. Wenn ihr wisst, was das heißt, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und ihr seht hier auch, hier oben, das ist vermutlich irgendwas mit Fleischfresser. Und das ist vermutlich eine Schutzfähigkeit. Nochmal ganz kurz, springen wir nochmal zurück zu Flight. Da haben wir nämlich, genau, das hier ist Pflanzenfresser. Das ist überhaupt gar kein Trait. Und das hier ist dann wieder Pflanzenfresser. Der Rainforest. Da haben wir Climbing, Fertile, Omnivorous, das ist, der frisst quasi alles, wie der Mensch auch, Poisonous und Powerful Jaws. Dann hier noch die Arctic Tundra. Die haben die Fat Tissue. Das ist auch wie bei Evolution, da sieht man hier oben Platz für weitere Nahrung. Also Fat Tissue gab es schon bei Evolution. Hibernating, Winterschlaf, hatten wir auch schon. Migratory Grazing. Migratory Predator. Und Underground Den. Das gab es bei Evolution und zwar war das irgendwie so ein Siebenschläfer. Der war auch ganz putzig. Also ihr seht, er hat sich doch sehr stark bei Evolution, zumindest was den Namen der Fähigkeiten angeht, inspirieren lassen. Aber ist ja klar, das sind einfach Überlebensstrategien aus der Natur und die nimmt er halt einfach wieder her. Macht ja auch Sinn. So, jetzt eine andere Kartengröße. Das heißt, wir sind bei den Modulen nicht darauf eingeschränkt, dass das alles die gleichen Karten sind. Das finde ich auch schön, weil es lässt natürlich mehr Designspielraum. Die Natural Disasters. Hier braucht man dann die Sternschnuppen. Und da gibt es auch
viermal das gleiche und dann aber auch unterschiedliche Artworks. Also viermal das gleiche Artwork, weil viermal die gleiche Karte. Und dann gibt es einfach weitere. Die gibt es jetzt nur dreimal. Lightning Storm. Radioactive Meteor Shower. Okay. Da gibt es ein paar mehr davon. Dann Rebirth. Gibt es auch ein paar mehr. Tsunami. Volcano. Wildfire und Ice Age. Das sind vielleicht sowas wie Ereigniskarten, die den Lauf der Runde verändern. So, und dann haben wir hier noch ein kleines Kartenpäckchen. Das ist der Predator, Predatory. Kann also sein, das sind extra Karten, die auch auf beiden Seiten des Predatory haben, dass die ganz gezielt genommen werden können, um einfach mehr Einfluss auf die Menge an Fleischfressern zu haben oder die Art des Spiels. Weil früher war Predator im Kartenstapel mit drinnen und wenn du keinen Predator gezogen hast, dann konntest du halt auch einfach keiner werden. Und ich vermute, dass jetzt der Stapel nebendran liegt und man sich jederzeit einen Predator nehmen kann. Und zu guter Letzt gibt es hier Player Aids, und zwar für jedes Modul eigene Player Aids. Das finde ich super cool. Das ist, schaut ein bisschen aus wie so laminiertes Papier. Also es scheint auch richtig langlebig zu sein. Natürlich braucht man da dann Plastik für die Produktion, also es ist im Endeffekt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Aber das finde ich schon beachtlich, dass die hier so einen ganzen Stapel mit Spielerhilfen reingepackt haben. Ob die jetzt gut sind oder nicht, kann ich euch dann erzählen, wenn ich das Spiel gepackt habe. Ja, damit, ja, hier gibt es noch diese vier Sackerl, die habe ich euch ja schon gezeigt, jeweils mit unterschiedlichen Motiven und den Würfel. Und da es kein Legacy-Spiel ist, nehme ich mal an, unter dem Insert ist nichts versteckt. Dann packe ich das jetzt wieder ein, schaue mir mal die Regeln an und wenn ich es dann gespielt habe, melde ich mich wieder bei euch. Ganz schön viel drin in der Schachtel. Aber ich muss sagen, ich bin nicht 100% überzeugt. Der Sinn und Unsinn dieser Holzsteine, das muss sich erst noch erweisen, ob das wirklich Sinn macht in mehreren Spielen, dass man hier auf ein doch sehr aufwendiges Material gegangen ist. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich auch die Deluxe-Version und es gibt dann im Kickstarter auch nochmal eine ein bisschen reduziertere Version. Ja. Es gibt ja von Ra auch die Version mit den Holzmiepeln. Ja, gut. Wie hat es mir denn jetzt gefallen? Ich habe zweimal die Grundversion bisher gespielt und ich dachte mir, weil ich ja auch schon relativ viel Evolution gespielt habe, das wird mir wahrscheinlich zu wenig Fleisch sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu nah an Evolution dran. Aber sie haben ein paar sehr clevere Veränderungen gemacht, die man wahrscheinlich auch in Evolution übernehmen kann, wenn ihr das habt. Das Erste, was natürlich sofort auffällt, ist, dass der Fleischfresser nicht mehr im normalen Kartendeck drin ist, sondern es gibt einen Kartenstapel, da sind nur Fleischfresserkarten drin und als eine freie Aktion kann man einfach sein Tier zum Fleischfresser machen. Und danach dann natürlich auch wieder zum Herbivoren, also zum Pflanzenfresser. Aber das heißt, man sieht sofort, wenn jemand einen Fleischfresser ausspielt. Und deswegen ist die Spielerreihenfolge auch, es war bei Evolution auch schon wichtig, da hat man immer geschaut, was machen denn die anderen, aber dadurch, dass die Karten verdeckt ausgespielt waren, wusste man nie genau, wer ist denn jetzt Fleischfresser. Man musste so ein bisschen pokern. Ja? Also natürlich waren besonders große Tiere, die andere Tiere fressen können, die waren wahrscheinlich Fleischfresser, aber es musste nicht sein. Und so konnte man ganz gut bluffen. Und jetzt sieht man sofort, wer hat denn jetzt einen Fleischfresser? Und wenn man dann als letzter dran ist, die anderen zwei haben noch nicht noch keinen Fleischfresser genommen, dann kann man sicher sagen, okay, ich habe jetzt den einzigen Fleischfresser und kann mich da wahrscheinlich ganz gut laben am Buffet. Außerdem ist es jetzt auch nicht mehr so schmerzhaft, wenn man Tiere verliert. Weil alle Tiere, sowohl die Größe als auch die Population der Tiere, die bekommt man in die nächste Runde für das neue Tier, das man bekommt. Und man kann selbst keine neuen Spezies mehr erschaffen, sondern am Anfang jeder Runde bekommt man ein Tier. Das sind alles zwar relativ kleine Veränderungen,
aber sie verändern die Dynamik des Spiels schon sehr. Außerdem ist die Nahrung, die jede Runde ins Wasserloch kommt, auch immer die gleiche. Am Anfang des Spiels wird eine Karte gezogen und der Nahrungswert, der auf der Karte draufsteht, der wird, multipliziert mit der Anzahl der Spieler, jede Runde am Anfang der Runde ins Wasserloch gespielt. Dadurch hat man ein bisschen mehr Sicherheit, wie viel Nahrung kommt, weil in Evolution, da spielt jeder verdeckt am Anfang der Runde eine Karte, dann werden alle Karten aufgedeckt und die Nahrungswerte, die sich dann daraus ergeben, das ist die neue Nahrung, die ins Wasserloch kommt. Und da es auch Karten mit Minus-Nahrungswert gibt, kann es tatsächlich sein, dass überhaupt keine Nahrung ins Wasserloch kommt. Also da hat man ein bisschen mehr Planungssicherheit. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass bei Nature die Population deutlich größer wird als in Evolution. Und dadurch kann es auch sein, dass die Spezies sehr schnell dieses Wasserloch leer fressen und man gegebenenfalls bei einem Drei-Spieler-Spiel als dritter Spieler schon überhaupt gar keine Nahrung mehr aus dem Wasserloch bekommt. Ja, also, wie gesagt, die Dynamik hat sich doch alleine schon in diesem einfachen Grundmodul stark verändert. Und dann haben wir eine Runde gespielt mit zwei Modulen. Also es gibt unterschiedliche Arten von Modulen in dem Spiel. Das eine sind die Natural Disasters, das sind sowas wie Eigenschaftskarten. Dann gibt es Biome, also Landschaftsarten. Da gibt es die Arctic Tundra und den Rainforest. Und dann gibt es nochmal welche mit Zusätzen, die nochmal weitere Regeln mit dazu bringen. Also Flight zum Beispiel gibt eine neue Speziesart, das sind die Vögel. Die haben dann auch natürlich ein bisschen andere Regeln wie die normalen Tiere. Und es gibt die Dinosaurier. Die werden dann halt deutlich größer, zum Beispiel. Immer wenn man die Größe erhöht, dann wird die Größe des Tieres um 2 erhöht und lauter solche Kleinspielereien und natürlich auch neue Karten, die dann ins Deck kommen. Wobei das nicht ganz richtig ist. Sie kommen nämlich nicht in das Hauptdeck, sondern mit jedem Modul, das dazukommt, gibt es einen weiteren Stapel, von dem man ziehen kann. Und die Stapel sind getrennt und man entscheidet sich immer am Anfang der Runde, von welchem Stapel ziehe ich denn jetzt. Und alleine das gibt einem schon interessante Informationen, wenn der Mitspieler jetzt zum Beispiel nur von dem Dinosaurierstapel zieht. Weil in dem Dinosaurierstapel ist nämlich zum Beispiel der Apex Predator drin und der kann halt im Endeffekt, in der ersten Runde kann der einfach alles fressen. Sehr krass. Ja. Und wir hatten eine Runde mit der Arctic Tundra, wo Nahrungsmittel sehr, sehr knapp sind und es schwierig ist überhaupt, dass die Spezies überleben. Und dann mit den Dinosauriern. Also waren in der Runde Fleischfresser wahnsinnig mächtig. Und so finde ich, also mich hat es tatsächlich überrascht. Ich dachte nicht, dass die Auswahl der Module so einen großen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. Und das finde ich super. Ich hoffe sehr, dass, also wir haben jetzt von den 5 Modulen, habe ich jetzt 3 ausprobiert. Ich werde demnächst natürlich auch nochmal das Flight ausprobieren und auch den Rainforest. Ich weiß nicht, ob die beiden sind vielleicht auch eine ganz coole Kombination. Und dann die anderen Kombinationsmöglichkeiten. Es ist aber natürlich so, immer wenn man ein Modul dazu packt, dann erhöht sich die Rundenzahl und natürlich auch die Spieldauer. Und Nature ist ähnlich wie Evolution, aber ich finde tatsächlich noch ein bisschen mehr, mag natürlich dem geschuldet sein, dass wir es jetzt das erste Mal gespielt haben, kann ein sehr kopflastiges Spiel werden, wo man schon viel grübeln muss. Weil man sieht ja, was für Tiere am Tisch sind und wie platziere ich mich da jetzt am besten? Wie sorge ich denn dafür, wenn ich zum Beispiel der Dritte in der Reihenfolge bin und ich vermute, dass das Wasserloch leer gefressen sein wird, dass ich auch noch was bekomme? Ja? Und so versuchst du halt so ein kleines Puzzle immer jede Runde zu lösen. Und das hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Ja? Nature ist aber genauso wie Evolution und genauso wie Ozeane schon auch, je nach Runde natürlich, aber im Kern ein sehr konfrontatives Spiel, wo man halt auch mal ganz gerne den Gegner auffrisst. Aber dadurch, dass man in Nature weder die Population noch die Größe eigentlich verliert, ist es nicht ganz so schmerzhaft wie in Evolution. Ja. Aber trotzdem, Spezies, die weggefressen werden, die hat man dann am Schluss nicht mehr und man hat halt nicht so eine große Varianz. Man muss natürlich auch nicht auf so viele Tiere aufpassen, und muss dafür sorgen, dass sie alle satt werden. Das macht es dann vielleicht ein bisschen leichter. Aber um den Sieg spielt man dann vielleicht auch gar nicht mehr mit. Weil jede Spezies, die überlebt, sind 2 Siegpunkte. Und jedes Nahrungsmittel, das du gegessen hast, also jeder Nahrungschip, den du am Schluss hast, das ist auch ein Siegpunkt. Und ich glaube, das wird oben ziemlich dünn. Also wenn man dann 4 Spezies hat und dann richtig viele Nahrungschips, dann hat man schon ziemlich gute Karten für den Sieg.
Abschließend kann ich sagen, dass Nature mich sehr positiv überrascht hat. Ich habe mich riesig über die Ankündigung gefreut, aber war dann doch ein bisschen verunsichert, wo ich das mit den Modulen gelesen habe. Und ich hatte die Befürchtung, dass es nur ein neu strukturiertes Evolution wird mit einem ganz abgespeckten Kern. Und die Module, ja, die lassen einem dann zwar Varianz, was man im Spiel drin haben will, aber im Endeffekt ist es dann auch wieder ein sehr ähnliches Gefühl. Aber sie haben es mit sehr cleveren Entscheidungen geschafft, dass auch die Dynamik des Spiels sich verändert hat. Und ich hoffe jetzt, dass der Kickstarter sehr erfolgreich sein wird, weil das nämlich heißt, dass es einfach über mehrere Jahre neue interessante Module gibt. Und da bin ich schon sehr gespannt, was Ihnen noch alles einfällt. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie ihr denn zu der ganzen Sache steht. Habe ich euch Nature schmackhaft reden können? Habt ihr Evolution gespielt? Was gefällt euch denn besser, Evolution oder Ozeane? Ja. Seht ihr überhaupt den Bedarf für ein modulares Evolution? Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach unten in die Kommentare. So viel für heute von mir. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!